Was meint ihr? Kann man eine Tischplatte aus Beton mit einer Stärke von nur 8 mm bauen? Das ist die Frage des Tages. Das wird wieder mal eine ganz schöne Herausforderung und da bin ich schon mal gespannt, ob das klappt. Ich werde heute auch wieder mal eine neue Mörtelmischung testen, eine Eigenmischung. Und die Tischplatte wird auch ein bisschen anders als sonst, nämlich nicht nur extrem filigran, sondern auch an der Seite abgerundet. Also ihr seht, gibt wieder einige Skills, die man heute mitnehmen kann. Jetzt fangen wir wie immer mit dem Schalungsbau an. Die Tischplatte, die ich hier heute baue, soll 160 cm lang werden, 80 cm breit und wie gesagt nur eine Materialstärke von 8 mm haben. Dafür habe ich mir die Schalung wie immer aus beschichteten Spanplatten gebaut und diesmal ist die Höhe der seitlichen Teile sehr gering. Die beträgt nämlich bei einer Materialstärke von 6 mm nur insgesamt 2,4 cm. Und das ist echt die filigranste Tischplatte, die ich bisher gebaut habe. Über meinen Instagram-Account, wo ich vorab schon immer ein paar Einblicke in meine aktuellen Projekte zeige, habe ich schon als ich das Projekt vorgestellt habe, ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, wo gesagt haben, lass es sein, 8 mm, das funktioniert nie, reine Zeitverschwendung, das wird nichts. Naja, es kann schon gut sein, dass das Projekt nichts wird, wäre in dem Fall aber auch nicht schlimm, dann wäre ich wieder eine Erfahrung reicher und ich will es hier auf jeden Fall probieren, ich will die neuen Materialien ausprobieren und ich will es wissen, ob es geht. Man hat so oft Situationen im Leben, wo man sagt, das funktioniert nicht und dann kommt jemand und macht es einfach. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich die Ecken von meiner Tischplatte diesmal abrunden will und da habe ich mich jetzt für einen Radius von 2,5 cm entschieden. Den zeichnen wir uns dann mit dem Winkel an und dann können wir es auch gleich mit der Stichsäge grob abschneiden. Die Rundung kriegt man natürlich jetzt mit der Stichsäge niemals 100%ig gerade hin, deswegen müssen wir nochmal nacharbeiten. Dafür habe ich mir schon eine Schablone hergestellt. Und zwar die da hier, die hat die gleiche Rundung wie unsere Tischplatte. Die habe ich aus dünnem MDF-Holz hergestellt. Das ist günstig, lässt sich einfach am Tellerschleifer bearbeiten. Und mit dem Tellerschleifer bekommt man eben auch ganz exakte Rundungen hin. Die bringen wir jetzt einfach hier unten an der Tischplatte an der Rundung an, dass beide Seiten parallel liegen und fixieren es dann mit Schraubzwingen. Und dann können wir die Rundung jetzt mit einer Kantenfräse und einem Bündigfräser nachbearbeiten. Die Rundung so herzustellen, ist für mich die einfachste und schnellste Variante. Und ja, jetzt wird es bestimmt wieder einige geben, die wie unter anderen Videos auch kommentieren, wenn man Maschinen für mehrere tausend Euro hat, dann kann man das klar ganz einfach machen. Aber da kann ich nur wieder immer das Gleiche sagen. Sowas kann man auch mit der Hand und mit einfachen Werkzeugen herstellen. Dann dauert es halt ein bisschen länger, wird nicht ganz so genau, aber es funktioniert auch. Soweit so gut. Jetzt kommt allerdings der schwierigere Teil der Schalung, weil wir müssen ja auch noch die Seitenteile bauen. Und die müssen ja auch abgerundet sein. Da habe ich mir auch schon was überlegt. Und zwar werde ich da wieder die flexible Schaumplatte verwenden, wie bei meiner Gartenbank. Die da hier, die ist dafür auch ganz gut geeignet. Und da habe ich ja noch Reste übrig. Das Material lässt sich echt gut verarbeiten. Habt ihr ja kürzlich bei meinem Gartenbankprojekt gesehen. Man muss nur darauf achten, bei der Verarbeitung, dass man sich immer auf die Längsseite zuschneidet, weil es auf die Querseite nicht ganz so flexibel ist. Ich habe es jetzt hier übrigens erstmal falsch rum abgeschnitten, wie ihr sehen könnt. Als nächstes musste ich mir dann an den seitlichen Teilen der Schalung noch Aussparungen für die Rundungen anbringen. Dazu habe ich wieder die Tischkreissäge verwendet. Das habe ich ja in meinem vergangenen Video auch schon gemacht. Es waren ähnliche Aussparungen und da habe ich einen Haufen, sagen wir mal, gerechtfertigte Kritik von euch erhalten. Ihr habt gesagt, das ist zu gefährlich. Die Finger sind so nah am Sägeblatt, ich soll doch lieber einen Schiebeschlitten verwenden. Und deswegen habe ich mir da für die Arbeit jetzt extra einen professorischen Schiebeschlitten gebaut. Und dadurch ja, ist die Arbeit doch deutlich sicher, weil die Finger eben weit weg vom Sägeblatt sind. Und es hat auch ganz gut funktioniert. Also das war wirklich positive und konstruktive Kritik, die ich da erhalten habe. Und ich denke, sowas bringt mich weiter und auch viele Zuschauer. Als nächstes habe ich dann die seitlichen Schalungsteile mit der Bodenplatte verschraubt und dann kann man die Schaumstoffstreifen einfach in die Aussparung bei den Rundungen einsetzen. Ja, die Lösung finde ich eigentlich auch echt gelungen. Es hat gut funktioniert, ist schnell umgesetzt und funktioniert. Danach habe ich dann rundum noch eine Silikonfuge angebracht. Die sorgt zum einen dafür, dass die Gießform dicht ist und zum anderen, dass die Tischplatte dann später leicht abgerundet ist, dass man keine scharfen Kanten hat. Und in dem Fall habe ich hier eine extra kleine Kugel zum Abziehen verwendet, weil die Fuge natürlich auch ziemlich gering ist. Also ja, das ist ja so gut wie nix. Jo, damit wäre unsere Schalungsform dann auch fertig. Wenn man das überhaupt Schalung nennen kann, bei einer Höhe von 8 mm. Also das ist schon wirklich extrem. Ich hoffe, dass das funktioniert, aber ja, muss. Wir werden es gleich sehen. Ich habe jetzt hier auf der Oberfläche noch zwei Aussparungen aufgeklebt. Das ist später für eine Kabeldurchführung. Und dann bereite ich mir jetzt noch die Armierung vor. Da werde ich heute mal ein Produkt testen, was ich dann auch in meinem Online-Shop anbieten will. Und zwar sind es Basaltfasern Armierungsgewebe. Es ist extrem leicht und belastbar, ähnlich wie Carbon. Und das
werde ich jetzt heute mal testen. Da die Stabilität der Tischplatte hier maßgeblich von der Armierung ausgeht und nicht vom Beton, ist es natürlich wichtig, dass man belastbares Material verwendet. Und da bietet sich Basalt natürlich an. Das wird in letzter Zeit auch als Armierung immer beliebter. Ja, das Material kann man ganz einfach mit der Schere zurechtschneiden. Dann schneidet man sich noch die Aussparung aus und dann kann man dann auch schon mit dem Betonieren loslegen. Dann machen wir auch gleich mit dem Mörtel weiter. Da habe ich ja gesagt, dass ich euch heute eine neue Eigenmischung zeige von hochfestem Mörtel. Und der setzt sich zusammen aus einem Zement. Das ist ein Weißzement, ein ZEM1. Dann als Körnung verwende ich Basaltsand mit einer Korngröße von 0 bis 2,2 mm. Ein Füllstoff muss auch noch rein. Da verwende ich hier Quarzmehl und dann noch einen Mikrofüller. Das ist Silikastaub. Und wenn er mit Silikastaub arbeitet, dann müsst ihr echt vorsichtig sein. Das Zeug ist wirklich so fein, wenn man das in der Luft hat, das setzt sich in der Lunge fest und das bekommt dann immer raus. Deswegen immer, wenn ihr damit arbeitet, eine Staubschutzmaske aufsetzen. Das ist nicht ganz ungefährlich. Wenn man das so sieht im Mengenvergleich, also das ist jetzt hier 400 Gramm Silikastaub im Verhältnis zu dem Quarzmehl, das sind 1600 Gramm. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Fließmittel, weil der Wasserzementwert bei 0,3 liegen wird. Und da habe ich hier noch ein Hochleistungsfließmittel. So, das mischen wir uns jetzt mal an. Beim Anmischen meines hochfesten Mörtels habe ich erstmal einen Teil des Anmachwassers vorbereitet. Dem habe ich dann noch ein bisschen schwarzes, flüssiges Farbpigment beigemischt, weil ich will, dass meine Tischplatte später einen leicht anthrazitfarbenen Farbton hat. Und dann habe ich noch die anderen Bestandteile, den Basaltsand, den Füller und den Mikrofüller beigemischt. Ich habe dann erstmal alles langsam miteinander vermengt, dass es nicht so eich staubt. Und dann habe ich der doch noch relativ trockenen Mischung das Hochleistungsfließmittel zugegeben, zusammen mit dem restlichen Anmachwasser. Und ihr seht, aus der trockenen Mischung wird dann ziemlich schnell eine fließfähige Masse. Ja, das ist hier ein Hochleistungsfließmittel, mit dem man auch selbstverdichtende Betonmischungen herstellen kann. Das ist absolut notwendig, weil der Wasserzementwert bei der hochfesten Mischung ziemlich gering ist und da kommt man ohne Fließmittel nicht weiter. Das werdet ihr demnächst übrigens auch bei mir im Shop bekommen. Meiner Mischung habe ich dann zur Mikroarmierung noch 50 Gramm Glasfasern zugegeben und das war's schon, mehr ist es nicht. Ah ja, was ich noch sagen wollte, für hochfeste Beton- und Mörtelmischungen braucht man einen leistungsstarken Mischer. Im Optimalfall sollte man einen Zwangsmischer verwenden, aber mit meinem hier funktioniert es auch, der hat auch ordentlich Power. Dann kann es auch schon mit dem Laminieren losgehen. Auf die Oberfläche der Schalung habe ich übrigens vorher noch ein Trennmittel aufgetragen und dadurch lässt sich die Platte dann nachher wieder deutlich einfacher ausschalen. Beim Laminieren wird der Mörtel nur als dünne Schicht auf die Oberfläche aufgedrückt und dadurch wird er dann auch gleich verdichtet. Ja, da muss man so arbeiten, dass man eine gleichmäßige Oberfläche hinbekommt. Die Schichtstärke soll überall ungefähr gleich sein, weil später ja auch noch ein Armierungsgewebe reinkommt und wenn man dann dünnere Schichten hat, dann sieht man eventuell das Gewebe durch. Ja, man muss halt hier so arbeiten, dass man auf jeden Fall leicht unter den 8 mm bleibt. Man arbeitet dann am besten so, dass man an einem Punkt beginnt und sich dann langsam über die komplette Fläche vorarbeitet. Also man sollte nicht an unterschiedlichen Stellen anfangen, weil es sonst später zu einer unruhigen Oberflächenoptik führen kann. An den Ecken und an den Kanten da muss man besonders gut verdichten, weil da bilden sich gern mal Lufteinschlüsse. Wo ich die Arbeit ausgeführt habe, war es von den Temperaturen her ziemlich warm. Das ist natürlich doppelt übel, weil man kommt bei der Arbeit ganz schön in Schwitzen, das denkt man gar nicht. Und der Mörtel zieht natürlich auch bei hohen Temperaturen deutlich schneller an. Als nächstes habe ich das Armierungsgewebe eingelegt und die Oberfläche eingearbeitet und da sollte man immer so arbeiten, dass das Gewebe möglichst weit oben liegt, also da, wo später die Unterseite sein wird, weil es dann die meisten Kräfte aufnehmen kann. Ich habe bisher auch noch nicht mit Basaltfasergewebe gearbeitet, das ist das erste Mal und da bin ich schon mal gespannt, wie sich das Material schlägt. Im letzten Arbeitsschritt habe ich die Schalungsform dann noch bis zur Oberkante aufgefüllt, habe den Beton abgezogen und dann, ja, dann war es fertig. Das sieht in den Videos immer so locker flockig aus, aber in Wahrheit ist es eine ganz schöne Plackerei, insbesondere bei der Hitze. Beton sollte man ja grundsätzlich immer nachbehandeln. Bei solchen filigranen Platten ist es aber noch deutlich wichtiger, dass das Wasser nicht über die Oberfläche verdunsten kann, weil sich sonst im Beton Spannungen bilden. Dann kann die Platte schüsseln und dann hat man ein Ergebnis, was letztendlich unbrauchbar ist. Deswegen eine Plane drüber und dann bleibt der Beton auch feucht. Und jetzt kann ich nur noch beten, dass es was geworden ist. Nach zwei Tagen war es dann endlich soweit, da konnte ich dann mit dem Ausschalen der Tischplatte beginnen. Das Ausschalen von Beton ist grundsätzlich immer ein spannender Augenblick, aber diesmal war ich noch ein bisschen mehr angespannt als sonst, weil ich nicht einschätzen konnte oder zumindest mir nicht hundertprozentig sicher war, ob man so eine filigrane Tischplatte aus Beton überhaupt umsetzen kann. Und deswegen habe ich da am Anfang auch ein bisschen Bedenken gehabt. Da entscheidet sich dann auch immer, ob das Projekt was geworden ist, ob es ein Erfolg geworden ist, ob sich die Arbeitszeit gelohnt hat oder ob man den ganzen Haufen dann direkt zum Wertstoff
fahren kann. Bevor ich die Platte umgedreht habe, habe ich erst noch ein bisschen die Kanten abgeschliffen. Die sind nämlich bei so hochfestem Mörtel messerscharf. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht in die Finger schneidet. Und dann war es soweit, dann konnte ich die Platte endlich umdrehen. Das ist bei so großen Platten gar nicht so einfach. Hier ist es jetzt nicht das Gewicht, aber die Breite von der Platte, weil wie ihr sehen könnt, ist da meine Werkbank fast schon ein bisschen zu schmal, wenn die beiden Platten so nebeneinander liegen. Aber es hat funktioniert und jetzt schaut euch mal die Oberfläche an. Die ist nämlich echt richtig gut geworden. Kein einziger Lufteinschluss, komplett glatt. Die Unregelmäßigkeiten in der Optik, die ihr da seht, das sind noch so Kalkablagerungen und Ablagerungen von Feinszuschlägen. Die kann man abwaschen und danach müsste das Ergebnis eigentlich einheitlich sein. Das heutige Video wird übrigens unterstützt durch die Firma Flexispot. Die haben mir nämlich das Gestell für meinen Schreibtisch zur Verfügung gestellt. Ich habe mich dafür das Modell E7Q entschieden. Das ist ein ganz schön robustes Teil mit einer Traglast von ganzen 200 Kilogramm. Das kann man nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Länge verstellen und ist somit für Tischplatten bis 240 cm geeignet. Das Gestell habe ich dann nur noch aufbauen müssen. Das ging ratzfatz. Nach 20 Minuten war ich fertig und das Werkzeug, was man dazu braucht, ist auch dabei. Und wenn ihr euch jetzt auch für einen höhenverstellbaren Schreibtisch interessiert, dann gibt es im Zeitraum vom 28.08. bis 1.09.23 auf der Seite von Flexispot Rabatte, wo ihr bis zu 200 Euro sparen könnt. Zusätzlich gibt es am 28. August, am 31. August und am 1. September noch eine Sonderaktion. Da bekommen nämlich die ersten Bestellungen um 10 Uhr eine volle Kostenrückerstattung von ihrer Bestellung. Das war es aber immer noch nicht alles. Zusätzlich veranstaltet die Firma Flexispot in diesem Zeitraum noch ein Gewinnspiel auf ihrer Webseite und da könnt ihr zum Beispiel kostenlose E7Q Tischgestelle oder auch ein iPhone 14 Pro gewinnen. Ah ja, und natürlich gibt es auf der Webseite auch immer wieder neue Produkte, wie aktuell zum Beispiel ein elektrisches Sofa oder ein Gaming-Schreibtisch. Schaut einfach mal vorbei, den Link findet ihr bei mir unten in der Videobeschreibung. So, Werbeblock beendet, weiter geht's mit dem Projekt. So Leute, ich habe jetzt erstmal noch ein paar Tage gewartet. Die erste Zeit habe ich die Platte noch feucht gehalten, dass sich beim Aushärten nicht so viel Spannungen aufbauen, dass die Platte nicht schüsselt. Ja, gerade eben habe ich jetzt noch eine Versiegelung aufgetragen, dass die Platte dann auch vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt ist. Und da habe ich eine Imprägnierung verwendet. Dadurch wird die Optik nicht verändert und der Schutz, ja, der ist gegeben. Und jetzt können wir uns mal die fertige Optik anschauen, weil die ist nämlich echt gut geworden. Also ich denke, mit dieser Optik kann man echt zufrieden sein. Nicht ein einziger Lufteinschluss und die Farbe ist auch gleichmäßig. Und Andazit, so wie ich das geplant habe. Ja, rundum gelungen, würde ich sagen. Mittlerweile ist jetzt noch ein kleines Problem aufgetaucht, was ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt habe. Und zwar wird es ja ein höhenverstellbarer Tisch und da muss natürlich auch einiges an Elektronik ran. Einmal so das Steuergerät von den Motoren und dann hier das Bedienteil, wo man die Höhe einstellen kann. Ja, und das muss ich irgendwie an der Tischplatte befestigen. Und das ist gar nicht so einfach, weil an der filigranen Tischplatte kann ich ja nichts befestigen. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass ich unten auf der Platte so ein dünnes Eichenholz aufklebe mit Industriekleber und dann kann ich das hier so mit Schrauben befestigen. Und für das Bedienteil habe ich mir vorne ein Holz mit dem gleichen Winkel zugeschnitten, das kommt dann so ran und ich denke, das sieht doch ganz cool aus, so eine Holz-Beton-Kombi. Oder was sagt ihr? Oder hättet ihr es ganz anders umgesetzt? Also mir ist zumindest keine andere Lösung eingefallen. Ja, ich habe es dann auf jeden Fall so umgesetzt. Ich habe vorher auf die Platte noch einen Tiefengrund aufgetragen, dass man keine staubigen Hosenbeine hat, wenn man am Schreibtisch sitzt. Und dann habe ich es mit einem Montagekleber festgeklebt. Und das Ergebnis, ja, das wird passen, denke ich. Also die Platte war auf jeden Fall bombenfest. Und jetzt muss die Platte nur noch aufs Tischgestell drauf und ich bin schon gespannt, wie es aussieht. So, hier steht jetzt das gute Stück und auch die Platte hat den Transport unbeschadet überstanden. Die Elektronik habe ich soweit auch angeschlossen. Hier und auch unter der Platte ist alles verlegt. Und hier habe ich noch die Kabeldurchlässe angebracht. Ja, und funktionieren tut es auch. Ausgezeichnet. Jetzt habe ich auch endlich meinen Arbeitsplatz, wo ich im Stehen arbeiten kann, weil ihr wisst ja, mit 40 fängt es dann langsam mit dem Rücken an. Top! Dann mal noch mein kurzes Fazit zu dem Projekt. Ich persönlich bin sehr zufrieden, sowohl mit der Umsetzung als auch mit dem Design und der Optik. Es hat alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, ich bin natürlich froh, dass es geklappt hat. In diesem Sinne auch mal ein kurzer Gruß an diejenigen, die das zuvor angezweifelt haben. Aber
Nicht schlimm. Also ich habe es ja auch nicht gewusst, ob es funktioniert. Jetzt wissen wir es. Das ist natürlich jetzt keine Platte, die man unendlich belasten kann. Bei meinem Tischgestell ist das kein Problem, weil es vollflächig aufliegt. Aber so freitragen und so funktioniert es natürlich nicht. Das muss klar sein. Aber man kann ja mit der Technik zum Beispiel auch noch andere Projekte umsetzen, wie zum Beispiel irgendwelche großflächigen Wandpaneelen oder irgendwas. Vielleicht habt ihr ja da noch andere Ideen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht ergeben sich daraus auch nochmal irgendwann andere Projekte. Ich denke, die Mattelmischung, die ich euch vorgestellt habe, die ist auch für viele von euch interessant, weil man sie sich ganz einfach selber herstellen kann. Für die 20 Kilogramm habe ich jetzt alles mal runtergerechnet. Also wenn man jetzt in großen Gebinden einkauft, was es dann letztendlich kostet, und da bin ich auf 14 Euro gekommen. Ich denke, das ist ein Preis, der ist in Ordnung. Wenn man sieht, was solche Mattelmischungen normalerweise kosten, da ist man schnell bei 40, 50 Euro für 25 Kilogramm. Und das ist in Ordnung, würde ich sagen. Die Mischung findet ihr übrigens, wie schon erwähnt, auf meiner Homepage. So, damit wären wir für heute wieder durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und dann geht es zunächst wieder weiter mit neuen Projekten. Ich freue mich schon. Bis dahin, macht's gut. Ciao.